Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch I Remember This Dream. Dann starten wir mal mit der Traumleserei hier. Oh, wunderbar. Das ist ja der Winter von seiner schönsten Art und Weise hier. Von seiner schönsten Seite. I've already been here. Ja, ich bin schon mal hier. And now see this dream every night. Okay, wir scheinen das also zu träumen. Alter, ist das depressiv hier, ey. Das ist ja total deprimierend. Oh Gott. Every night has become a real nightmare for me. Web it from into unending three branches. Stretching out into the dark endless sky. There are very few sounds in this world. But there is the one that scares me the most. From afar away and leading me through. Ja, okay, also. Ich muss dem Sound folgen. Den Hell's Bells quasi. So lange rennen es auch nicht. Ist auch schwer durch den Grundschnee, aber sieht so wirklich fies aus, ey. Boah. Drückt er schon auf die Stimme. Auf die Stimmung. Bitte? So. Oh, ein bisschen grün. Oh, krass. Sieht ja wirklich nicht schön hier. Jetzt überleg mal, ihr seid hier jede Nacht. Ihr träumt jede Nacht davon. Fürchterlich. So, was haben wir da nach vorne? Was ist das? Wo ist das? Ist das ein Brunnen? But at the same time very carefully stepping in the snow in order to disturb the surrounding silence. Ja, okay. What? Okay, dann gehen wir mal weiter. Der Boden hat jetzt gerade nichts so gebracht. Wir müssen anscheinend erstmal dahin, wo es läutet. Ich tippe auf eine Kirche. Ein Pfarrhaus, irgendwas in der Art. Wieso, wovon der hier träumt. So, vor allem ist, glaube ich, eine Lichtung, oder? Sieht so aus. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht im Kreis gelaufen. Nein, das ist keine Lichtung. It would seem that in order to make it not look so horrible, but shall make noise as much as possible. Shout, laugh and talk with yourself. But the sound of your own voice may drown out other sounds. The sound of barely. Speaky sound in the snow. It is a walk you can't breathe. And I pray not to hear footsteps behind me. What? betet nur, dass er jetzt keine Fußstapfen hinter sich hört. Keine Fußschritte. Aber ich bin der Meinung, ich komme näher. Was ist denn los? Ich weck ihn hier. Okay, eine kleine Hütte. Hallo? Alter, ich sehe mal gar nichts hier. Ist das Stadtduster? Hallo? Okay, Strom hat jemand ums Haus? But this place is not just a figment of my imagination. I've been here in real life. Ja, eine Flashlight oder irgendwas wäre echt mega geil. Was soll ich denn jetzt hier drin? Oh Gott. Und nun? Oh, noch eine Glocke, na toll. Na gut.
Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Glockenpunkt. Schauen wir, was wir da finden. Can't remember everything. Dreams, reality doesn't intersect. Ne? Oh! Ja, da kann man von hinten, Alter. Oh! Ist das fies, Alter. Back to main menu? Oh nein. Kann man laden? Ah, okay. Dann startet man jetzt wenigstens hier aus dem Haus. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja cool. So. So, der hat mich jetzt relativ schnell auch gekriegt irgendwie. Hinter mir her? Ja, ist wirklich unheimlich, das Ding. Nein, ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch. Oh, ich höre ihn doch. Hab mich nicht umzusehen. Lauf doch, Junge. Gib doch mal Gas. Und das Schlimme ist, er war schneller als ich. Gell? Das ist nicht geil. Ich weiß jetzt auch nicht, kann ich mich irgendwie schützen davor? Oh, der ist hinter mir. 100% der ist hinter mir. Ich kann mich nicht umsehen. Ich kann mich nicht umsehen. Oh, oh, da ist er. Da ist er. Da kommt er. Oh Gott. Oh Gott. Lauf doch, Alter. Lauf doch, du Schlappnase. Komm, gib doch mal Schub, Alter. Ah, da hab ich gleich. Alter, kann doch nicht wahr sein, dass ich nicht mal mehr als 3 Meter hier laufen kann, ey. Was hab ich denn hier immer für Schlappwürste in den Spielen, ey? 3 Meter rennen und dann hier kann ich nie mehr laufen, kann nie mehr laufen. Boah, was ist denn mit dir? Fette Talsenke? Scheiße. So, jetzt komm. Schub, 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 ey. Ich hab jetzt keine Zeit zu lesen. Ich muss fliehen. Wenn ich gesagt habe, so beschissene Haken schlage, irgendwie kriege ich mich noch schneller. Na, los. Hurry up. Oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, sieht nicht so schön aus hier. Graveyard? Ach du Scheiße. Friedhof. As years passed by, bringing me to and taking me back from school became increasingly difficult for my mom. My dad had to suggest that I stop school, but I insisted and walk home. But ja, was ist denn das für ein bizarrer Scheißalbtraum, den ihr jagt, ey? Wer verfolgt uns da? Was verfolgt uns da? Was ist das? Oh nee. Ich warte jetzt mal kurz. Oh Gott. Das ist ein sehr tiefer Glockenschlag gewesen. Wenn das war. Wir lauschen. Jetzt, ich würde sagen, diese Richtung hier, obwohl ich es nicht genau wirklich verorten kann. Ja, ich würde sagen, in die Richtung. Oh Gott, was ist denn mit rotet? Was ist denn mit rotet da vorne? Das ist ja krass. Das sieht ja richtig krass aus. In so einem Schwarz-Weiß-Ding irgendwie. Also halt so, das ist ja komplett farbentsättigt hier alles irgendwie. Wenn du denn mal rotet siehst, das hat schon Effekt. Oh Gott! Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich hier hingehen sollte. Oder?
become shorter and wrote it down. Yes. The dream disappeared, but always returned the next night. Nee, das wart jetzt nicht anscheinend. Das wart nicht, schon müssen wir nochmal laden. Friedhof hoffentlich. Ja, vom Friedhof, genau. Das müssen wir nochmal kurz hören. Von wo der Sound kommt. Nee, das ist schon, das ist die Richtung. Okay, wahrscheinlich darf ich mich jetzt nicht mit den Rotjacken nach vorne irgendwie einlassen, sondern muss sie wahrscheinlich umgehen. Na, was kann man? Beschwert ihr mich schon mal, dass ich hier so eine Schlappwurst spiele? Die sind aber auch Starter, ne? Die bleiben immer da. Oh Gott, die sind überall, ey. So, tatsächlich versperren die mir auch wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen den Weg. Ich muss irgendwo einen Weg finden. Alter, lauf doch mal einfach. Renn doch mal. Das darf doch nicht wahr sein. Überall sehe ich jetzt kleine rote Punkte. Da vorne auch geradezu. Diese Glocke ist so fucking weit weg. Das ist echt krass, dieses Spiel hat so eine dichte Atmosphäre. Irgendwie, man kann sich das ja nicht vorstellen. Irgendwie, das ist so beklemmend, ey. Oh. Und noch dazu hast du halt diesen Stress, dass hier ständig irgendeiner am Nacken hängt hier. Und eine Zippelmütze. Der wahrscheinlich seinen Schlitten wieder haben will oder so weit. Nimm die letzten Winter hin. Schick mich damit. Alles komm. Renn doch mal. Okay, irgendwas hat mich gekriegt. Krass. Laut. Also bis jetzt kann ich noch nicht so wirklich verifizieren, ob es jetzt einfach daran lag, irgendwie, ob ich mich jetzt zu sehr von irgendeinem Weg entfernt habe, irgendwie, um von irgendwas so instant gecached zu werden. Oder ob wir halt wirklich kontinuierlich irgendwas im Nacken haben, irgendwie, was uns verfolgt. Was krass ist. Also Bedet ist natürlich krass, irgendwie, weil du halt echt lange laufen kannst, irgendwie, und wenn du dich auch nur so ein bisschen verortest, wirst du halt sofort bestraft. Krasses. Aber Tok würde ich jetzt mal fast denken, dass hier wir wahrscheinlich permanent jemand irgendwie hinter uns haben. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt nicht zu drastische Haken nach links oder rechts schlage irgendwie, weil ich wahrscheinlich halt einfach im Verfolger irgendwie einfach zu schnell dann an mich rankommen lasse. Uiuiuiui. Komm, zieh doch durch. Lauf, Mann! Okay, hier haben wir wieder den Brunnen. Das Schlimme ist, er kann nicht mehr an. Nein! Da ist er! Da ist er! Hau ab! Geh weg! Lass mich! Lass mich! Verschwinde! Oh, oh Gott! Oh Gott! Verpiss dich! Ich muss weg! Oh, ich muss weg! Mann, Alter, warum kann er denn nicht mal rennen? Warum kann er denn nicht mal rennen? Ist das eine Wurst, Alter? Mann! Oh Gott, und. Oh, überall sind die. Oh nein! Oh, verschwindet, verschwindet. Haut ab! Oh. Oh Gott! Oh Gott, da kommt er schon wieder. Sind das mehrere? Ich werd irre, ich dreh durch hier. Nein, lass mich! Lass mich! Lass mich doch! Ah! Oh. Ah! Oh! Mann! Oh Gott! Ich ohne so nah ran. Oh. Herrschaftszeiten! Los, komm! Nee! Mann, lauf! Das Spiel stresst mich überhaupt nicht. Oh. Ich hab keine Zeit zu lesen. I have no time to listen. Ah.
Mist. Ah, mich wieder gekriegt. Schade. Aber ich muss auch wirklich sagen, irgendwie, also das Spiel sieht halt auf. Oh, da vorne ist was. Das Spiel sieht auch von seiner Wirkung her wirklich sehr, sehr gut aus. Irgendwie. Es ist nicht so der große. Der krasse Grafikwurf, aber. Aber es sieht einfach unheimlich gut aus. Es wirkt unheimlich krass. Durch die Entsättigung und alles und. So. Ah, schnell. Los, gib doch Schub, Junge. Gib doch Schub in jetzt hier rein. Oh, Checkpoint. Ah, okay. My friends are so far from home, expecting a strange feeling in the vicinity. Bounding at the burrow and things. Okay, wir bewegen uns von alleine. Lass mich raten. Da kommt doch gleich was. Das war eine Art Kathedrale, ne? Eine kleine Kirche oder irgendwas in der Richtung. Was? Oh Gott. Was ist das denn? Ist hier noch ein Poltergeist oder was drin? Aber grundsätzlich halt auch immer die Frage, ne? Was, für was steht das jetzt irgendwie? Er träumt. Also was... Was manifestiert sich darin? Was ist denn das, Alter? Ist da nicht wahr? Okay, also, musst du irgendwo... Nein! Nein, komm! Nein, komm! Oh, komm, nö. Das ist nicht fair. Oh, das ist doch scheiße. Ach, das ist am... Oh. Ey, warum? Warum war denn jetzt bitte die Kirche kein Checkpoint? Einmal noch. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Dann ist es... Dann ist es auch okay. Dann ist es doch okay. Weil wenn ich den Weg jetzt hier achtmal laufe, irgendwie ist es natürlich auch nicht spannender. Schon allein über diese Szene aufregen, so, was ist das für ein Quatsch irgendwie, denn du bist in dieser Kirche drin, plötzlich guckt der um die Ecke irgendwie und du hast 3 Sekunden dich zu bewegen und plötzlich ist der Hase gefickt, was soll das, warum programmierst du das so? Möchtest du, dass Leute dein Spiel hassen? Jetzt auch nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht geguckt, ob das jetzt ein Core-Game ist, irgendwie. Kann man auch sagen. Kann ja sein, dass er sagt, so, ne, ich möchte jetzt hier mal so ein richtig schönes, bockschweres Spiel machen. Irgendwie da, wo sich die Leute richtig nachher irgendwie die Maus irgendwie durch den Monitor fressen. Aber gut. Naja, da ist schon wieder was. Da ist schon wieder was. Da ist schon wieder was. Und ich gucke schon wieder auf so irgendwas Rote zu, Sieg. So eine Rotwurst. Finger sich auf der Tastatur schon total zerkrampft. Komm, Junge, zieh durch. Alter, und da ist noch ein ganz schönes Stück jetzt vor uns hier. So, von allen Seiten können sie kommen. Und da kommt schon einer. Da kommt schon einer. Von links kommt schon einer. Und er hat mich gleich. Ah, komm, verpiss dich. Renn, renn, renn. Lauf, lauf, lauf. Come on. Komm schon, Junge. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Los. Los, weich aus. Alter, komm, los. Beeil dich doch mal. Mann. Ich will mich ja nicht aufregen, aber... Wieso? Wieso? Lieber Programmierer, hin und leg mich. Ja, nee, es soll nicht sein.
Es soll nicht sein. Ja, ihr Lieben, wenn ihr meine Mühen doch zu schätzen wisst, lasst doch einen Daumen nach oben da irgendwie. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Oder sucht ein bisschen auf dem Kanal rum irgendwie und entdeckt tolle, andere und bessere Videos. Vielleicht als das hier. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Macht's gut. Bis zum nächsten Projekt.